Hallo Leute, hier ist euer Ali Saphir mit Mario Kart Super Circuit im gesamten dritten Teil. Im ersten Part habe ich euch noch zu vergessen zu sagen, was es hier außer dem Singleplayer noch so alles gibt. Es gibt noch den Multiplayer und den sogenannten Ghost Exchange. Im Multiplayer ist es so, man hat noch ein Gameboy Link Kabel gehabt, das irgendwo irgendwie reingesteckt, das wüsste ich jetzt gar nicht wo. Man hat das zwar quasi da reingesteckt und irgend so ein Modul oder vielleicht irgendwo noch extra, dass man zu mehr zusammen spielen konnte, zu dritt, zu viert oder was weiß ich. Und im Ghost Exchange wüsste ich jetzt gar nicht, was es ist, ob das jetzt so ähnlich wie mit den Zeitfahren ist oder so, das müsst ihr dann eben mir mal in den Kommentaren mal sagen, weil das wüsste ich jetzt auch nicht so richtig. Nun, guter Dinge, ich habe es euch mehr oder weniger erklärt, dann wollen wir ja auch mal direkt anfangen, würde ich sagen. Im 50er CCM und heute fahren wir mit den Affen namens Donkey Kong. Ein schwerer Charakter. Mal schauen, wie der sich so im Blitzcup fahren lässt. Dann geht's auch direkt los, würde ich sagen. Der Blitzcup fängt mit Luigis Piste an. So, schon mal die ersten Eindrücke hier. Also fahren lässt es sich schon mal gut. Pilz haben wir bekommen. Wir können ja auch mal ein paar Münzen aufsammeln, sonst wird es ein bisschen zu mickrig. Ich schramm auch an der Stelle gleich mal den Toad. Nutzen wir jetzt auch mal den Pilz, um mal ein bisschen hier, um nicht so langsam zu wirken. Deswegen driften kann man hier auch schließlich. Lassen uns immer von irgendwelchen Leuten rammen. Was soll das, Yoshi? Was soll das? Na warte, dich überholen wir ja auch jetzt gleich. Also bis jetzt sieht es eigentlich gut aus, jetzt wie immer fahren. Mal schauen. Banane ist das jetzt bitte schön? Liegt das an Donkey Kong oder so? Oder wieso bekommen wir jetzt auf einmal so viele Bananen? Alter, okay. Vielleicht an Donkey Kong, der hat schon ja geträumt oder so. Hoffentlich bekomme ich sehr viele Bananen. Und Donkey Kong träumt bestimmt nur vor Bananen, weil er liebt Bananen über alles. Wenn seine Bananen gestohlen werden, wie in Donkey Kong Country Returns, dann rastet er aus. Und er will seine Bananen so schnell wie möglich wieder haben, natürlich. Den grünen Panzer behalten wir mal in der Hinterhand. Den anderen grünen Panzer behalten wir auch mal. Auch wenn das Rennen eh gleich vorbei ist, also können wir es ja wegschmeißen. Das habe ich jetzt erst bemerkt, wo wir fast im Ziel gelandet sind. Aber die erste Strecke im Blitzkampf, also Luigis Piste, war jetzt eigentlich ganz okay. Okay, war zwar jetzt ein 50er Hubraum, was willst du erwarten? Aber naja, trotzdem. Nun, gehen wir weiter. Was ist diesmal? Sky Garden. Die Strecke wurde in Mario Kart DS geremaked. Und sieht eigentlich für DS-Verhältnisse eigentlich sogar sehr gut aus. Ich glaube, soweit ich weiß, ist das, glaube ich, das erste Mario Kart auf dem DS, wo das, glaube ich, ein bisschen schnell rausgebracht wurde. Achso, ich glaube, die wollten das ganz schnell rausbringen oder so. Ich bin mir aber gerade nicht sicher, weil ich habe das jetzt nur mal so gehört. Deswegen, man sieht hier eigentlich auch sehr gut aus, die Strecke. Blitz bekommen, die können ja mal. Na, okay, das war jetzt nicht so ein großer Fail, den ich gerade erwartet hätte. Die haben das Ruder nur rumgerissen. Haben schon die zweite Runde im Sky Garden.
Bis jetzt fahre ich sogar gerade sehr gut irgendwie. Mit schweren Charakter kann ich irgendwie ein bisschen besser umgehen. Okay, mit Toad auch, wie im letzten Part, das ging eigentlich. Aber irgendwie mit schweren Charakter so normal fahren, das geht eigentlich. Gerade nicht getroffen. Den haben wir aber auf den zweiten Platz zu hinten, Yoshi. Okay. Ja, er ist ganz nah unserer Fersen. Mal schauen, ob wir ein bisschen mehr aufholen können. Also, dass wir nicht so schnell überholt werden. Dritte Runde. Okay, wir haben noch einen roten Panzer. Wow, das war knapp. Das war knapp. Das war knapp. Wie gesagt, nicht failen. In der letzten Runde ist es immer so schlimm, dass immer irgend so ein Fail kommt. Immer. Außer vielleicht hier, weil wir Glück haben. Weil ist jetzt nur noch die eine gerade. Aber wir haben zum Glück einen roten Panzer, den wir zum Glück wegschmeißen können und es doch noch zum Glück noch geschafft haben, erster Platz noch zu werden. Puh. Ja, 18 Punkte haben wir verdient. Die haben wir uns auf jeden Fall reglich verdient. Cheep Cheep Island. Sie sieht eigentlich auch sehr gut aus. Wir könnten es mal in Mario Kart 8 oder so mal als DLC rausbringen. Weil es gibt ja schon eine GBA-Strecke, zwar auch Käseland. Und an diese Ribbon Road gibt es ja auch. Und die hier auf Mario Kart 8, das wäre bestimmt schon ziemlich nice, oder? Also manche GBA-Strecken hier in Form von Mario Kart 8, das wäre bestimmt ziemlich geil. Ach ja, gerade hier Mario Kart 8 angesprochen. Baby Park. Grafisch sieht zwar sehr gut aus, aber ob es das gebraucht hätte, also ich finde es unbedingt nicht. Ich finde es nicht, weil ich habe nichts gegen der Strecke, aber die ist viel zu kurz. Sieht keine Ahnung. Gefällt mir nicht so richtig. Außer halt von Mario Kart 8 mit der HD-Grafik, das ist mir schon klar. Das sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Aber wie gesagt, die Strecke ist viel zu kurz. Man hat zwar 8 Runden dafür, ist aber trotzdem kurze Strecke. Nee, das ist nichts für mich. Aber naja, wenigstens hat auch Nintendo an andere gute Strecken dabei gedacht. Sondern wir da zum Beispiel an eine zweite F-Zero-Strecke, die mir sehr gut gefällt. Big Blue, genau. Big Blue. Ist schon geil. Schon ziemlich geil. Was es ja auch hier gibt, hier mit dem DLC, okay, das war zum Glück nicht so schlimm gefailt, war ja mit dem 200 CCM hier, was ja neulich jetzt auch bei Mario Kart 8 ja gibt. Also der Modus ist schon heftig. Den mal selbst zu fahren ist bestimmt geil. Also man muss zwar schon auch nicht aufpassen, weil Bremsen ist ja schon als Hilfe gedient, weil ich glaube, da steht auch in dieser kleinen Beschreibung da, sogar da. Bin mir aber gerade nicht sicher. Und wir haben das Rennen auch so gut wie geschafft. Auch wieder mit dem ersten Platz. Donkey Kong freut sich bestimmt darüber. Ja, aber sicher. Da habt ihr das gehört. Ein Rennen kommt noch. Und zwar Sunset Wild. Ich glaube schon Wild. Und es geht. Jetzt haben wir nur gerade eine Münze. Wir könnten mal ein paar Münzen einsammeln hier. Das Piepen nervt gerade ein bisschen irgendwie. Ich brauche mal ein paar Münzen. Wir ballern Yoshi mit einem roten Panzer ab und haben getroffen und wir lassen uns von der Alte. Was soll das jetzt hier? Ja, hallo! Kannst du uns mal loslassen? Danke! Alter, was war das jetzt, ey? Meine Güte. Wir könnten wirklich mal Münzen einsammeln. Ich glaube, 0 ist gerade nicht gut, sag ich mal. Leute, das hat gut funktioniert. Ach, Bowser.
Damo hat sich reingelegt. Der war gut. Ja, genau, wir sind jetzt auch in der zweiten Runde. Itemkasten. Was bringt der mit sich? Ja, ein Pilz geht eigentlich. Und? Macht das noch? Ah, schade. Bowser. Du bist zwar der Schwerste, aber geh uns bitte nicht auf den Sack, okay? Danke. Vorsicht. What? Ja, genau. Ist klar. Ist klar. Wer war das bitte schön? War das Bowser oder was? Oder war das Yoshi? Ich tippe mal eher auf Bowser. Na, warte. Wenn du uns noch ja, genug rankommst, ey, dann werde ich dich sowas von wegchecken, ey, Alter. Du glaubst, nee. Du wirst staunen. War das zu viel? Ich denke schon. Dann haben wir das auch gleich geschafft. Wir sind auch gleich da. Mal schauen, ob wir es noch überstehen. Hoffentlich. Oder? Bowser kommt näher. Bowser kommt näher. Ich sehe schon eine Karte. Bowser kommt näher. Fahr, Junge. Und? Ja, okay. Wir haben es dann noch geschafft, Leute. Wir sind auf jeden Fall erst platziert mit 36 Punkten, geführt von Yoshi mit 21 und Bowser mit 13 Punkten. Und ich bin sowas von Erster, also die Punkte habe ich schon gesehen. I am the winner. Aber mal schauen, was diesmal die Bewertung sagen wird. Ich sag mal, ein Stern oder Arang, sag ich mal. Und? Okay, ein Stern. Ja, das ist ein gutes Partende. Erster Platz. Ein Stern. Insgesamt haben wir 86 Münzen gesammelt. Sieht doch ganz gut aus. Gespeichert hat's. Dann würde ich sagen, der Part endet für heute über einen Daumen nach oben. Und über ein Abo würde ich mich natürlich gerne freuen. Und über eure Kommentare ebenso. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Mario Kart Super Circuit. Bis zum nächsten Mal, euer Ali Saphir. Ciao Leute, macht's gut.